Erster verkaufsoffener Sonntag nach 2 Jahren in Dülmen. Viele Menschen ließen es sich nicht nehmen, einen Gang durch die Dülmener Innenstadt zu machen. Zumal man bei dieser Gelegenheit auch den Weihnachtsmarkt besuchen konnte. Die seit Samstag laufende 2G-Regelung beeinträchtigte dabei den Besuch in den Läden nicht. Schon gegen 14 Uhr hatten sich einige Kunden im Haushaltswarengeschäft Hohmann eingefunden, sehr zur Freude des Inhabers. So 2 Jahre gab es keinen Verkauf auf einen Sonntag mehr und wir freuen uns heute, dass das wieder stattfindet. Und ich hoffe, dass auch natürlich dann im Frühjahr, im März, der Frühlingsmarkt wiederkommt, die Kirmes und der Kartoffelmarkt. Also heute Sonntag wieder offen, ist ganz für uns irgendwie außergewöhnlich. Und wir freuen uns, dass wir sonntags wieder die Tür mal aufmachen dürfen im Handel. Ich finde, erstmal muss ich sagen, dass die Leute ja auch in der ganzen Lockdown-Zeit, in der Corona-Zeit uns sehr den Rücken gestärkt haben in Dülmen. Das habe ich auch von vielen Kollegen gehört. Dafür vielen, vielen Dank. Und ich fand es heute sehr angenehm und auch gestern schon, dass die Menschen sehr pflichtbewusst und ihre Ausweise zeigen. Also 2G ist überhaupt kein Problem. Wir haben hier überhaupt keine bösen Worte. Alle zeigen es freiwillig und freuen sich, dass wir das kontrollieren. Und ich fand heute schon die Frequenz für den Verkauf auf dem Sonntag sehr, sehr ordentlich. Und der Laden ist dauernd gut gefüllt, aber super, sehr überschaubar. Und es macht richtig Freude und ich finde, dass die Leute sehr gut drauf sind. Auch im Textilgeschäft Ahlert nutzten Besucher die Gelegenheit, sich über Mode zu informieren und ein neues Kleidungsstück zu kaufen. Ja, der erste Eindruck das ist, dass viele Menschen heute in der Stadt sind, trotz der Pandemie. Und Gott sei Dank können wir endlich mal wieder einen machen und freuen uns da auch sehr drüber. Und wir freuen uns auch, dass doch einige Menschen den Weg zu uns finden. Aber wir standen ja im Kreis Coesfeld immer ganz gut da. Und da der Handel ja auch nachweislich nicht als Pandemietreiber gilt, ist es auch in Ordnung, dass eben verkaufsoffener Sonntag stattfindet. Also nach wie vor glauben wir, dass die Kunden sich aufgrund der Hygienekonzepte und auch der Maskenpflicht bei uns ja, sicher fühlen können. Also im Moment gilt ja noch bis Dienstag stichprobenartige Kontrolle. Das machen wir auch. Die Kunden sind sehr entgegenkommend und halten meistens schon, wie da vorne jetzt gerade auch, ihr Handy bereit oder ihren Impfnachweis. Und ab Mittwoch gilt ja dann auch eine stärkere Kontrolle. Und wir sind dabei, das ganze Konzept noch aufzubauen und umzusetzen. Daniela Peters vom Schuhgeschäft Robers war mit dem Kundeninteresse am Sonntag ebenfalls sehr zufrieden. Ja, bisher sind wir zufrieden, ne? Ja. Denke ich mal, ja. Ja. Lassen wir uns dann den Impfausweis zeigen und den Personalausweis. Und klappt doch ganz gut. Kunden sind sehr nett, machen alles so, wie wir das möchten oder wie es eben vorgeschrieben wird. Und nö, alles okay. Den verkaufsoffenen Sonntag nutzten auch etliche Kunden, um sich in der Stadtparfümerie Pieper über Geschenkideen zu informieren. Es ist sehr gut angenommen und sehr gut zu tun. Wir machen das ja mit der 2G-Regel. Ja, es steht jemand an der Kasse und an der Tür und vergibt Körbchen und wir prüfen natürlich den 2G-Status. Die Kunden finden die 2G-Regelung sehr gut, so ein Besucher aus Lüdinghausen. Was sind denn überhaupt von der 2G-Regelung, die jetzt laufend kontrolliert wird? Das ist in Ordnung. Ja? Das ist vollkommen in Ordnung. Sie fühlen sich dann auch sicherer, oder was? Auf jeden Fall. Man fühlt sich einfach sicher, wie Sie schon sagen, ja. Neben den Einkaufsmöglichkeiten sorgte ein Künstler mit bekannten Italo-Songs auf der Eisbahn für Unterhaltung. Und Eislaufen konnte man natürlich auch.